Also ich fange jetzt mal mit dieser Karikatur an. Das ist die Beerdigung der Therapieschulen, ist hier dargestellt. Also hier sieht man das Who is Who der Therapieforschung und die tragen die Therapieschulen zu Grabe. Ja. Und auf dem Grabstein steht RIP, Rest in Peace, das ist ein Wortspiel. Das soll auch bedeuten Research Informed Psychotherapy. Ja. Also es ist ein Artikel aus Grave. Ich sage gleich nochmal ein bisschen genauer, wer das eigentlich ist. Der ist 1997 erschienen, also maximal weit weg von der psychedelischen Therapie. Also da war das lange her, dass zum letzten Mal mit Psychedelika geforscht wurde. Das ist jetzt auch schon wieder lange her. Zu der Zeit war an das, was wir jetzt gerade tun, nicht zu denken. Und Klaus Grave schlägt hier eben vor, man sollte die Therapieschulen zu Grabe tragen und stattdessen eine auf Forschung, auf den Erkenntnissen der Psychotherapieforschung basierende, methodisch offene Therapie begründen, weiterentwickeln. Und ja, wir wissen jetzt alle, dass auch 25 Jahre später diese Beerdigung nicht stattgefunden hat. Vielleicht schauen wir uns trotzdem mal an, wie Grave sich das vorgestellt hat. Das ist jetzt aus dem Schlusswort von diesem Artikel. Den hat Grave auf Englisch geschrieben. Damals war er Präsident der Society for Psychotherapy Research, das heißt also des Zentralorgans der internationalen Therapieforschung. Er hat das auf Englisch geschrieben, ich habe es jetzt mal auf Deutsch übersetzt. Forschungsgeleitete Psychotherapie bedeutet, offen zu sein für das gesamte Spektrum der therapeutischen Möglichkeiten, in dem vorhandene und bewährte Elemente aufgegriffen und zu noch wirksameren Verfahren umgestaltet werden. Dies sollte aber nicht in eklektischer Weise geschehen, sondern auf der Grundlage eines neuen, kohärenten Modells, das breit genug ist, um diese große Vielfalt an therapeutischen Möglichkeiten zu umfassen. Ja, ich glaube, dann sind wir mit dem Zitat auch angekommen bei der psychedelischen Therapie. Also ist das eine neue Methode? Kann das eine neue Methode sein, die im Rahmen einer forschungsgeleiteten Psychotherapie therapeutische Prozesse einleitet, vertieft? Wer von Ihnen hat den Namen Klaus Grave schon mal gehört? Okay, also doch einige. Dann sage ich jetzt nicht allzu viel. Also Klaus Grave ist ein sehr einflussreicher deutscher Therapieforscher gewesen. Der hat in der Schweiz vor allen Dingen gewirkt, in Bern, und hat ganz wesentliche Beiträge geleistet, insbesondere zur Beantwortung der Frage, wie wirkt eigentlich Psychotherapie? Also der hat sich zu der Zeit, das war Ende der 90er Jahre, hat er sich alle zu der Zeit vorhandenen Studien angeschaut, die therapeutische Prozesse in Verbindung setzen mit den Ergebnissen von Psychotherapie, also Prozess-Outcome-Forschung nennt man das. Das waren hunderte Studien, fast 1000 Studien, und hat er 5 allgemeine Wirkfaktoren, so hat er das genannt, identifiziert, also Ressourcenaktivierung, therapeutische Beziehung, Problemaktualisierung, motivationale Klärung, Problembewältigung. Ich werde gleich nochmal im Einzelnen da durchgehen. Wir werden vielleicht zusammen schauen, ob es das in der psychedelischen Therapie auch passiert. Wenn ja, wie? Vielleicht auch ein paar Fragen anfangen zu diskutieren, die sich aus diesem Modell ergeben. Und ja, Grave hat eben auf dieser Grundlage den Vorschlag gemacht der forschungsgeleiteten Psychotherapie. Also eine Psychotherapie, die forschungsgeleitet ist, soll alle verfügbaren Methoden nutzen, die also diese Wirkfaktoren effizient, effektiv realisieren. Jetzt zur psychedelischen Therapie. Also wenn wir psychedelische Therapie hören, dann denken wir ganz häufig an das, was wir auf dem Bild sehen, also eine sogenannte Substanzsitzung. Zum Beispiel mit Psilocybin oder auch LSD. Wir sehen hier 2 Therapeuten, eine Patientin auf dem Sofa. Ich habe jetzt hier nochmal den Ablauf einer psychedelischen Therapie. Das ist nicht der ganze Ablauf. Ja, da ist vorher noch eine Zuweisung und vielleicht auch nachher noch eine Nachbehandlung dabei. Das ist jetzt der zentrale Ablauf. Also das, was im Rahmen der therapeutischen Beziehung stattfindet. Also da findet ein Screening statt, eine Behandlungsplanung, vorbereitende Sitzungen, dann tatsächlich irgendwann Substanzsitzungen und dann Integrationssitzungen. Und
dann wird diese Schleife vielleicht auch noch mehrfach gemacht. Also es gibt immer einen psychotherapeutischen Rahmen, in dem das stattfindet. Ich würde jetzt gern einfach durch die einzelnen Wirkfaktoren durchgehen. Und es gibt ganz viele empirische Befunde, die man da jetzt heranziehen könnte, sowohl aus klinischen Studien als auch aus Beobachtungsstudien mit Gesunden oder auch mit Patienten oder mit psychisch Kranken. Aber ich möchte jetzt einfach nur ganz wenige einzelne aktuelle Forschungsergebnisse aus der klinischen psychedelischen Forschung zeigen. Also therapeutische Beziehung, wirksame Psychotherapie basiert immer auf einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Therapeuten und Patienten. Das ist die Basis jeder Psychotherapie. Die therapeutische Allianz ist ein wichtiges Konstrukt in dem Zusammenhang. Das heißt also, Therapeut und Patient müssen übereinstimmen über Ziele, über Aufgaben und sie müssen auch eine persönliche Bindung haben, die irgendwie von gegenseitigen positiven Gefühlen gekennzeichnet ist. Ich zeige jetzt mal ein aktuelles Forschungsergebnis aus der Studie, die Gerd Gründer schon gezeigt hat, aus England, wo man Escitalopram verglichen hat mit Psilocybin. Diese Daten hier, das bezieht sich jetzt nur auf den Psilocybin-Arm. Ja? Also das sind 30 Patienten, die Psilocybin bekommen haben. Und wir sehen, die therapeutische Beziehung vor der Substanzsitzung, also an den Tagen davor, die wird dann per Fragebogen gemessen, die sagt vorher den positiven Aspekt der therapeutischen Allianz, das heißt also positive Gefühle des Patienten zum Therapeuten am Tag der Substanzsitzung. Und das sagt wiederum vorher, ja, was heißt das eigentlich? Emotional Breakthrough, hier Mystical Type Experience, also emotionale Durchbruchserfahrungen, mystische Erfahrungen, habe ich jetzt mal übersetzt. Was das eigentlich ist aus psychotherapeutischer Sicht, erkläre ich gleich auch nochmal. Hier ist jetzt wichtig, diese Erfahrungen scheinen therapeutisch wirksam zu sein. Ja, also diese Erfahrungen hängen stark dann mit der Abnahme der depressiven Symptomatik zusammen. Ja. Ich finde, das ist ein massiver Zusammenhang. Also wir erklären hier 40% der Varianz in diesem Modell, ja, und hier immerhin 30% der Varianz. Also die Erfahrungen, die die Patienten machen, sind extrem wichtig und das scheint wiederum abzuhängen eben von der Qualität der therapeutischen Beziehung. Jetzt kann man so ein paar Fragen für die klinische Praxis und Forschung ableiten. Man könnte hier ganz viel diskutieren. Ich habe jetzt entschieden, einfach mal eine Frage so an die Wand zu werfen. Können wir psychedelische Therapien eigentlich auch mit Patienten machen, die nicht so leicht eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen? Was ist mit Patienten mit Beziehungsstörungen, persönlichkeitsgestörten Patienten, Patienten mit komplexen Traumatisierungen? Das sind wichtige Fragen für die zukünftige Forschung. Ja? Also im Moment machen wir solche Forschung nur mit Patienten, bei denen wir sicher sind oder relativ sicher sind, dass wir in zwei Vorbereitungssitzungen eine therapeutische Beziehung aufbauen können. Ja? Also was brauchst du? Das sind wichtige Fragen. Ja? Wie können wir therapeutische Beziehungen aufbauen, auch zu schwerer interaktionsgestörten Patienten? Ressourcenaktivierung, also Psychotherapie kann man als Behandlung von psychischen Problemen definieren, aber es ist lange bekannt in der Therapieforschung, dass so ein reiner Problemfokus in der Psychotherapie nicht gut funktioniert. Da denke ich an das, was du gesagt hast, Gerd, über Salutogenese und Behandlung von Krankheiten. Ja, also wir dürfen den Patienten nicht als rein problematisches Wesen behandeln in der Therapie und der Patient darf sich auch so nicht erleben, also er sollte sich so nicht erleben, denn dann kann keine Veränderung stattfinden. Ja, Grave sagt, der Patient muss sich mehr als die Summe der Probleme erleben können. Also eine Therapie muss darauf aufbauen, was der Patient hat, kann und will, also persönliche Stärken, Fähigkeiten, positive Ziele, Werte, positive Annahmen über das Selbst. Letztlich geht es um Annäherungsschemata, also positive Überzeugungen davon, wie Bedürfnisse erfüllt werden können. Ja? Und letztlich auch damit immer positive Emotionalität. Wenn wir von Ressourcenaktivierung im Zusammenhang psychedelischer Erfahrungen sprechen, dann möchte ich zuerst diese mystische Erfahrung nennen, die wir vorhin schon gesehen haben, und möchte da mal so einen psychotherapeutischen Blick drauf werfen.
Diese mystische Erfahrung, ich zeige gleich nochmal einen Patienten oder einen Probandenbericht, da, damit es nochmal klarer wird, was da eigentlich erlebt wird. Das ist so ein intensives Erleben von ganz intensiven, positiven Emotionen, häufig Gefühle, die wir eher auch mit religiösem oder spirituellem Erleben assoziieren, also sowas wie Ehrfurcht oder Gefühle von Heiligkeit. Und dann ist auch ein häufiges Merkmal, sind solche Einheitserfahrung, das Ich löst sich auf und es kommt so eine Verbundenheitserleben. Ja. Es ist das wahrscheinlich eins der am besten gesicherten oder einer der am besten gesicherten Befunde in der psychedelischen Forschung ist, dass diese mystische Erfahrung eng mit längerfristigen positiven Effekten psychedelischer Erfahrungen zusammenhängt. Ich habe jetzt hier mal aus einem Paper, dass das so ein bisschen zusammenträgt, eine Abbildung, wo drei Studien zusammengefasst werden, abgebildet. Das hier ist eine Studie mit Rauchern. Ja? Also das waren, ich glaube, nur 12 oder 14, man könnte jetzt die Punkte zählen, Raucher. Und hier sieht man jetzt, dass die mystische Erfahrung gemessen als Score, also man gibt so einen Fragebogen, der das misst, ja? Wie stark war die mystische Erfahrung, das hängt sehr stark zusammen mit Reduktion von Craving, also Substanzverlangen bei den Rauchern. Und zwar in dem Fall wirklich 6 Monate später. Ja? Also der Behandlungserfolg nach 6, wenn man den im Sinne von Craving misst, dann hängt der mit der mystischen Erfahrung so stark zusammen, wie man hier sieht. Ja? Das ist ein extrem starker Zusammenhang, finde ich. Das zweite hier, das ist eine Depressionsstudie mit depressiven Patienten. Auch da sehen wir den gleichen Zusammenhang. Und hier, das ist eine etwas ältere Studie, wo Krebspatienten behandelt wurden, die also Angst und Depression hatten im Zusammenhang mit einer terminalen Krebsdiagnose. Es gibt noch viel weitere Befunde, die das zeigen, dass diese mystische Erfahrung so stark therapeutisch wirksam zu sein scheint. Ich will das jetzt mal illustrieren, nochmal mit so einem Zitat von einem Patienten oder einem Probanden, das ist ein gesunder Proband in dem Fall. Das ist so eine Studie, wo so qualitativ und quantitative Daten zusammengeführt wurden. Ein Proband hier, der hat dieses Bild gemalt, um diese Erfahrung zu beschreiben, und der beschreibt das so. Also das Gefühl von Freude und Liebe war die Energie des Universums, ganz intensiv und mit 100 multipliziert. Es war, als ob man diese beiden Emotionen nahm und sie konzentrierte, um sie in ihrer reinsten Form zu haben, ohne irgendwelche Sorgen oder andere Probleme, die mit der alltäglichen Realität zu tun haben. Alles andere spielte keine Rolle mehr, solange diese beiden Gefühle so rein waren. Sie machten alles unglaublich schön. Als ich mit dieser Energie durch die Klangwellen schwebte, konnte ich sehen, wie alle Menschen auftauchten, die mir in meinem Leben nahestehen. Mein Partner, meine Schwester und ihr Freund, ihr neugeborener Sohn, meine Mutter, meine wunderbaren Freunde. Ich fühlte mich ungeheuer privilegiert, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, diese Gefühle in so reiner Form spüren zu können, so tiefe Emotionen in meinem Körper zu haben. Und ich war überwältigt von Dankbarkeit für diese Welt, dass alles einfach da ist. Und damit wurde ich von dem Wunsch übermannt, alles zu schützen, der Welt zu zeigen, wie schön sie ist und für sie zu sorgen. Also ich komme aus Ostwestfalen, da ist man eher skeptisch, wenn so überschwänglich über irgendwas berichtet wird. Ja. Aber ich habe es trotzdem jetzt mal gezeigt, weil das, ich finde, was ganz Wichtiges illustriert, nämlich das zeigt, diese mystische Erfahrung, die findet nicht irgendwie irgendwo im Kosmos statt und ganz losgelöst vom Alltag von Patienten. Ne? Also diese positive Emotionalität, die steht hier in einem engen Zusammenhang mit ganz realen Personen insbesondere, die im Leben dieses Patienten eine Rolle spielen. Und deswegen habe ich das rot vorgehoben. Hier entsteht ein Annäherungsziel. Ja? Also es werden positive, motivationale Schemata gestärkt. Ja? Also das ist das Wesen von Ressourcenaktivierung. Ja? Jetzt wieder Fragen. Man könnte viele Fragen formulieren, Fragen für Praxis und Forschung. Man weiß aus der Therapieforschung, dass ressourcenaktivierende Erfahrungen in Psychotherapie ganz fundamental sind zu Beginn von Psychotherapien. Ja, also wenn ich das nicht zu Beginn schaffe als Therapeut mit dem Patienten, solche Erfahrungen zu machen, den Patienten sich mit seinen Ressourcen erleben zu lassen, dann wird die Therapie nicht erfolgreich sein. Ja, jetzt könnte man ableiten, vielleicht
wäre es in der psychedelischen Therapie gut auch, zuerst mal solche Erfahrungen zu machen, bevor es an die Probleme geht. Ja? Und dann die ganz praktische Frage, können wir das irgendwie steuern? Das wurde vorhin auch schon diskutiert. Können wir das durch das Setting steuern? Ob jemand eher ressourcenbezogene Erfahrungen macht oder eher problembezogene? Ja? Also es kam die Idee, das in der Natur zu machen, ja? Oder die Idee, in Gruppen Erfahrungen zu machen. Ja? Man könnte überlegen, positivere Musik, positivere Emotionalität in Musik mehr zu gewichten zu Beginn der Behandlung und später emotional schwierigere Musik. Ja? Also ganz viele Ideen, ganz viele Möglichkeiten für Forschung. Und ja, ich finde, das zeigt, dass ja, die Auseinandersetzung mit Therapieforschung auch uns inspirieren kann, ja? Also für psychedelische Forschung. Wir müssen das Rad nicht immer ganz neu erfinden. Ja? Ganz wichtiger Punkt, um den geht es vielleicht, Henrik, in deinem Vortrag später, wenn es um die Ausbildung von Therapeuten geht. Wie können wir eigentlich aus solchen ressourcenaktivierenden Erfahrungen längerfristige, nachhaltige und stabile Annäherungsschemata machen mit Patienten? Problemaktualisierung. Wirksame Psychotherapie muss immer den Patienten in Berührung bringen mit negativen Emotionen. Nicht mit irgendwelchen negativen Emotionen, also es bringt nichts, wenn wir einfach unsere Patienten quälen oder in irgendwelche unangenehmen Situationen bringen, sondern diese unangenehme Situation, die muss schon therapeutisch sinnvoll ausgewählt sein. Ja? Also es müssen problematische Schemata aktiviert werden, ja? Vermeidungsschemata. Ja? Ohne das kann keine korrigierende Erfahrung stattfinden. Ja. Kann das in der psychedelischen Therapie stattfinden? Also es gibt das Konstrukt der herausfordernden Challenging Experience, ja, herausfordernde Erfahrung in der psychedelischen Forschung. Das ist ein sehr breiter Begriff, damit sind eigentlich alle stark emotionalen Erlebnisse gemeint, die gemacht werden. Es zeigt sich überhaupt kein eindeutiger Zusammenhang, ja, also mit längerfristigen Wirkungen. Das ist jetzt diese Studie mit depressiven Patienten von der Johns Hopkins University. Die finden hier Psychological Challenge. Ja, hier korreliert nichts, ja, insbesondere schon mal nicht nach 12 Monaten oder zum Follow-up. Und das macht eigentlich auch Sinn, ja, also, denn dieses Konstrukt ist so breit, wir haben da also herausfordernde Erfahrungen drin, die möglicherweise gar nichts mit den Problemen des Patienten zu tun haben. Da erlebt einfach jemand einfach nur was Schreckliches. Ja. Dann haben wir vielleicht Erfahrungen drin, wo wirklich ja, Probleme aktualisiert werden und auch therapeutisch verändert werden. Und dann haben wir aber Erfahrungen auch, wo vielleicht Probleme aktualisiert werden und es kommt zu keiner Veränderung. Also mit so einem breiten Konstrukt von Challenging Experience oder Bad Trip oder so, ja, umgangssprachlich, kommen wir hier psychotherapeutisch nicht weiter. Wir müssen also ja, korrigierende Erfahrungen dazunehmen. Und dann sind wir bei dieser Emotional Breakthrough Experience. Ja, das ist jetzt der Fragebogen, mit dem man das misst, wenn man sich das durchliest. Also Dinge wie, ich konnte ein Gefühl des Abschließens mit einem emotionalen Problem erlangen. Ich hatte einen Gefühlsausbruch gefolgt von einem Gefühl der Erleichterung. Ich hatte einen emotionalen Durchbruch. Ne? Also hier wird deutlich, das sind schwierige Erfahrungen, das sind Erfahrungen, die wahrscheinlich mit Problemen, die die Patienten haben, wirklich zu tun haben. Und es kommt aber irgendwie in der Erfahrung zu einer Auflösung. Ja? Das habe ich vorhin schon mal gezeigt. Ja? Also hier ein deutlicher Zusammenhang auch dieser Erfahrung mit dem Therapieerfolg. Ja, was sind das aber genau für korrigierende Erfahrungen? Damit kommen wir dann zu den Fragen für die Forschung und Praxis. Ist das möglich eigentlich, vielleicht auch die Problemaktualisierung ein bisschen genauer zu steuern? Ja, im Moment machen wir das so, wir sprechen mit den Patienten natürlich auch über Probleme. Ja, wir versuchen auch Probleme ins Bewusstsein zu bringen in der Vorbereitung. Und dann machen wir aber diese Erfahrung und der Patient ist für sich, der hört Musik. Man könnte ja meinen, vielleicht kann man das gezielter irgendwie ins Bewusstsein bringen. Ja? Vielleicht kann man, weiß nicht, Expositionstherapie machen, ja? Mit Patienten mit Höhenangst auf ein Hochhaus gehen unter Psilocybin. Fragen, was die Ethikkommission dazu sagt. Ja? Aber also meine Vorhersage wäre, dass das wird relevant. Also solche Themen werden wir diskutieren müssen. Ja? Und man kann aber natürlich auch überlegen, ob man nicht ganz so drastisch arbeitet. Ne? Also es gibt ja historische Modelle, psycholytische Therapie bei niedrigen Dosen, wo der Therapeut stärker prozessdirektiv eingreift. Okay, also was sind korrigierende Erfahrungen?
in der Psychotherapie oder nach der Psychotherapieforschung. Klärungserfahrungen, also das bezeichnet eigentlich alle Erfahrungen, wo Patienten ein tieferes Verständnis von sich selbst, von ihrem Problem, von ihrem Leben, von ihrer Biografie entwickeln, Zusammenhänge erkennen zwischen negativen Annahmen, vielleicht impliziten, vorher nicht bewussten Ängsten, Wünschen. Wie hängen die eigentlich zusammen mit problematischen Erfahrungen, mit problematischem Verhalten? Dieses ins Bewusstsein bringen führt dazu, dass Annahmen auch hinterfragt werden können und vor allen Dingen macht das die Probleme auch der Volition zugänglich. Ja, also wenn ich ein Verständnis habe von etwas, was ich tue oder nicht tue oder etwas, was ich erlebe, dann kann ich mich in der Situation auch gezielt anders entscheiden. Ja, ich muss mich dann nicht mehr sklavisch daran halten, ja, an das, was ich irgendwann mal gelernt habe. Ja, das ist der angenommene Wirkmechanismus bei Klärungserfahrungen. In der psychedelischen Forschung gibt es jetzt ein neues Forschungsinstrument, ist auch erst dieses Jahr validiert worden, Psychological Insight Scale. Wenn wir uns das mal angucken, was das für Items sind. Also hier werden Patienten oder Probanden nach psychedelischen Erfahrungen gefragt, diesen Fragebogen auszufüllen und dann misst man damit sozusagen die Einsichtshaftigkeit der psychedelischen Erfahrung. Ich habe wichtige neue Erkenntnisse darüber gewonnen, wie vergangene Ereignisse meine psychische Gesundheit und mein Verhalten beeinflusst haben. Ich habe wichtige neue Perspektiven auf mich selbst und meine Probleme gewonnen. Ich habe wichtige neue Einsichten darüber gewonnen, wie ich Aspekte meiner Person oder meiner Lebensführung verändern möchte und so weiter. Ja. Das ist Klärung. Ja. Das ist genau das, worum es bei motivationaler Klärung geht. Das ist ein ganz neues Studienergebnis. Das ist erst vorgestern erschienen. Ich hätte jetzt sonst auch gewusst, was ich stattdessen zeige, ich finde, das erschien jetzt doch auch sehr passend. Ja. Also hier sehen wir das wieder aus der Londoner Depressionsstudie mit den 30 behandlungsresistent depressiven Patienten. Die haben nach der Erfahrung zwei Erfahrungen gemacht und dann jeweils eine, Entschuldigung. Und nach 6 Wochen, füllen Sie diesen Psychological Insight Questionnaire aus und Sie werden befragt zu anderen Dingen. Ich habe hier jetzt gezeigt, Grübeln. Ja? Und es zeigt sich eben dieser starke Zusammenhang auch hier wieder. Ja? Also Patienten, die einsichtsvolle Erfahrungen machen, die Klärungserfahrungen machen, das sind diejenigen, die eine besondere Reduktion von Grübeln auch in der Tendenz berichten. Wieder Fragen für klinische Praxis und Forschung. Also die Erfahrung kann Klärung bringen, ja, das haben wir jetzt gesehen, ist die Frage, passiert das auf Grundlage von Klärungsprozessen, die wir schon angestoßen haben mit Patienten oder die sie aus anderen Therapien vielleicht mitbringen? Also ist die Frage, wie viel Klärung sollte eigentlich schon stattgefunden haben? Wie viel Verständnis sollte ein Patient schon von sich haben? Wir haben in der Studie häufig Patienten, die von sich sagen, ich habe Therapie gemacht, oder mehrere Therapien gemacht und das hat mir auch was gebracht, aber ich bin immer noch depressiv. Und das ist so meine geringfügige klinische Erfahrung. Ich finde das immer einen ganz guten Prädiktor für Veränderungen. Ja, also wenn Klärung schon stattgefunden hat und dann vielleicht eine Vertiefung stattfinden kann. Hier auch wieder die Frage, können wir Klärungsprozesse während Substanzsitzungen prozessdirektiv steuern? Ja, im Moment machen wir das gar nicht. Und auch wieder die Frage natürlich, wie kann man aus Klärungserfahrungen positive langfristige Veränderungen machen? Problembewältigung, das ist der letzte Faktor. Problembewältigung, also bei Klärung geht es um Verständnis, sich verstehen. Bei Bewältigung geht es eher um Können. Also was kann der Patient und was kann er nicht? Es geht hier darum, neue Fähigkeiten zu lernen, mit denen schwierige Situationen, schwierige innere Zustände besser bewältigt werden können. Ja. Der Patient macht dann die Erfahrung, dass Situationen, die vielleicht vorher nicht bewältigt waren, plötzlich bewältigbar werden. Also es entsteht sowas wie eine Selbstwirksamkeitserwartung, ja. Ein aktiverer, flexibler Umgang mit Belastungen und Herausforderungen. Das haben wir heute jetzt schon gesehen, das ist auch aus der Psilocybin versus Escitalopram-Studie.
eine Verringerung von vermeidender Bewältigung. Ja? Also dieser Fragebogen, mit dem man das misst, das ist die Brief Experiential Avoidance Scale, das ist ein Fragebogen, der misst einfach vermeidende Bewältigungsstrategien im Alltag. Also wenn ich Probleme habe, dann lenke ich mich ab. Oder wenn ich Probleme habe, dann oder wenn ich mich schlecht fühle, dann versuche ich das wegzumachen mit Alkohol oder so. Ja? Also das sind vermeidende Bewältigungsstile. Und das ist der stärkste Zusammenhang, der hier in der Studie, der stärkste, deutlichste Unterschied, der hier gefunden wurde zwischen Psilocybin und Escitalopram, war tatsächlich diese Reduktion in der Vermeidung. Also das scheint für mich ein ganz zentraler Wirkmechanismus zu sein. Meine Hypothese wäre, dass das zum Teil mit Klärungserfahrungen, aber auch zum Teil sicherlich auch mit Bewältigungserfahrungen zu tun hat, die Patienten in der Substanzsitzung machen. Es lohnt sich sehr, da mal in die qualitative Forschung reinzugucken. Das ist ein tolles, auch sehr schön zu lesendes Paper von Rosalind Watts. Die hat da, ist die leitende Therapeutin in der Londoner Studie oder in zwei Londoner Studien gewesen. Und die berichtet oder illustriert ganz schön einfach diese Erfahrungen, die Patienten machen, die, ja, die zu einer vermehrten Akzeptanz führen. Ja. Sowohl qualitative als auch quantitative Studien lassen so verschiedene, ja, immer wiederkehrende Veränderungen bezüglich von Bewältigung erkennen oder erahnen. Ich habe jetzt mal drei rausgeschrieben, also von Selbstkritik zu Selbstmitgefühl, das sieht man häufig, von starkem Bewerten mehr zu mehr Achtsamkeit und Beobachten und eben von Vermeidung zu Akzeptanz. Ich habe jetzt hier nochmal so ein Probandenzitat, das ist eine Studie von einer Probandin, die hat danach so einen autoethnografischen Report geschrieben. Das war eine Probandin in der Studie für Gesunde an der Johns Hopkins University, die hat 3 Psilocybin-Sitzungen bekommen. Wenn man das liest, den ganzen Bericht, dann sieht man, die hatte auch tatsächlich Probleme, die sie damit behandelt hat. Was berichtet sie jetzt hier über diese Lernerfahrung? Nach der dritten Erfahrung, sie berichtet jetzt über die dritte Psilocybin-Erfahrung. Jetzt war mir dieser innere Raum vertraut und ich merkte, dass ich viel leichter darin navigieren konnte als in den vorherigen Sitzungen. Ich spürte keine Angst und war in der Lage, emotional und psychologisch einen kühlen Kopf zu bewahren und weitgehend in der Rolle des Beobachters zu bleiben. Ich sagte zu einem der Therapeuten, das sei, als würde ich Fahrradfahren lernen und mich in die Kurven legen. Ja, wir haben zusammen mit ein paar Kollegen, die auch hier sind und auch an der Studie beteiligt sind, ein Modell entwickelt. Da werde ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ein psychologisches Modell, was erklären soll, wie diese Lernerfahrungen zustande kommen. Ja, wie Patienten Akzeptanz lernen, Achtsamkeit lernen in psychedelischen Erfahrungen. Haben mittlerweile auch ein eigenes Messinstrument entwickelt, das diese Prozesse auch messbar machen soll in psychedelischen Therapien. Und wir wenden das auch an in der Episode-Studie. Hier wieder Fragen für die klinische Praxis. Können wir das gezielt beeinflussen? Können wir das vorbereiten? Wir versuchen das in der Studie. Wir machen in unseren Vorbereitungssitzungen immer eine Achtsamkeitsübung mit unseren Patienten. Spannend wäre es jetzt mal, das zu variieren. Was ist, wenn wir zum Beispiel eine Selbstmitgefühlsübung machen würden? Würden wir dann Unterschiede sehen? Sind das andere Bewältigungsfähigkeiten, die Patienten dann vielleicht in der Substanzsitzung auch lernen? Und ja, die Frage hatte ich vorhin schon in den Raum gestellt, könnte man vielleicht auch Expositionsbehandlungen und also ganz spezifische Bewältigungserfahrungen machen in Substanzsitzungen? Das nur als Beispiel wieder. Ja. Also ich hoffe, ich konnte jetzt die Idee so ein bisschen bewerben, dass diese Wirkfaktoren möglicherweise auch in der psychedelischen Therapie von ganz zentraler Bedeutung sind und dass sie auch dabei wirklich helfen können. Ja? Also den therapeutischen Prozess, der da stattfindet, besser zu verstehen, auch psychotherapeutisch verständlich zu machen in der Kommunikation, ja, mit anderen Psychotherapeuten vielleicht, die keine Vorstellung haben, was eigentlich eine mystische Erfahrung ist oder so, ja, oder was eine emotionale Durchbruchserfahrung ist. Also vielleicht auch eine Sprache zu finden, die die Gesamtheit der Prozesse hier, die für uns therapeutisch wertvoll sein könnten, ja, abdeckt. Ja. Genau, mein Fazit ist, dass es wertvoll sein kann für die Praxis, für die Forschung, für Kommunikation, letztlich auch für die Regulierung. Ich denke, hiervon hängt auch, von solchen Erkenntnissen hängt auch ab die Frage, wer sollte eigentlich psychedelische Therapie machen und machen dürfen? Was sollten die wissen über psychotherapeutische Prozesse? Und dann letztendlich auch, wie bilden wir
Therapeuten weiter und aus. Dazu hören wir dann später noch was. Ja, und das war's von mir erstmal. Vielen Dank.